Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben. Herzlich willkommen bei unseren Hörgesprächen. Sinnvolles aus dem Leben. Interessante Persönlichkeiten im ganz persönlichen Gespräch. Ganz ohne Stress, ganz ohne Hektik. Wir schenken unseren Gästen ein Ohr, die viel zu erzählen haben, und das kann ich von meinem heutigen Gast auf jeden Fall sagen, viel erlebt haben und ein bisschen aus ihrem Nähkästchen plaudern. Mein Name ist Carola Gausterer und unser heutiger Gast ist wirklich, möchte ich sagen, ein Tausendsasser. Sehr, sehr viel gemacht, ist Schriftsteller, ist Bestsellerautor, ist Erzähler, Märchendichter, er ist Konzeptionist, er ist Kosmopolit. Und er ist auch ein Optimist. Und gerade in der heutigen Zeit ist das besonders wichtig. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Volker Teggethoff. Hallo, servus. Schön, dass du da bist. Ich möchte gleich mit einem Zitat starten, das mir auf deiner Homepage sofort aufgefallen ist. Es gibt keine größere Sehnsucht, als jemanden zu finden, der einen zuhört. Wird die Sehnsucht jetzt größer in Zeiten wie diesen? Also ich glaube nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern es ist überhaupt die ganz große Sehnsucht, also nach meiner Meinung die größte Sehnsucht überhaupt. Und je mehr natürlich diese Sehnsucht eingeschränkt wird, umso größer wird sie. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade eine Zeit, in der die Menschen wieder mehr Zeit haben, miteinander zu verbringen. Und nachdem so viel virtuell abläuft, nachdem so viel über das Internet läuft, glaube ich, hoffe ich, dass als Gegenpol dazu, um in Balance zu kommen, wieder mehr miteinander kommuniziert, also mehr einander zugehört wird. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Kann auch ein Gegenschuss sein, oder? Ja, aber viel Zeit miteinander verbringen und Aber ich hab in diesem letzten Jahr wirklich sehr, sehr viele Rückmeldungen von Menschen gehört, die gesagt haben, so schlimm es alles ist und so furchtbar, aber diese Zeit hat uns auch wieder mehr zusammengebracht. Paare, Eltern mit Kindern, Freundschaften auch aus der Distanz, dass man einfach mehr miteinander redet. Man kann sich nicht irgendwo draußen treffen, man redet vielleicht mehr am Telefon oder vielleicht auch so. Also ich glaube schon, dass es sich auch etwas in das Innere bewegt hat. Diese Quality Time, oder? Ist es? Genau. Jetzt erleben und wieder erleben dürfen. Genau, genau. Was bedeutet Hören für dich? Man muss unterscheiden zwischen Hören und Zuhören. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich bin auf dieses Thema gekommen. Klar, als Erzähler beschäftigt man sich natürlich damit, weil das ist mein täglich Brot sozusagen. Ich brauche Menschen, die zuhören, sonst bin ich arbeitslos. Aber ich muss sagen, es war mir nicht bewusst, welche Wichtigkeit es hat. Und da gab es einen Moment, jetzt vor 15 Jahren, wo ich da plötzlich draufgekommen bin. Das war wirklich so ein Augenblick auf der Bühne in Indien während eines Auftritts. Ich habe gedacht, es wird eine ganz normale Sache werden. Und als ich dann eine Stunde später von der Bühne gegangen bin, hat sich mein Leben völlig verändert. Und zwar durch das Entdecken, welche Bedeutung Zuhören hat. Es war so ein, wie wir oft sagen, ein ganz lächerlicher Moment, dessen Tragweite mir aber erst dann viel später bewusst wurde. Und jetzt in der Rückschau weiß ich, dass das mein Leben völlig verändert hat. Was war da? Was war die Situation? Die Situation war, ich bin auf die Bühne gegangen, ich war zum ersten Mal, also Punkt Nummer eins, ich war zum ersten Mal in Indien eingeladen, mein großes Sehnsuchtsland. Mhm. Und ich war eingeladen zum größten indischen Filmfestival. Das hatte damals das Thema Storytelling im Film. Und nachdem ich ja mit Storytelling zu tun habe, war ich eingeladen, ich habe den Eröffnungsvortrag gehalten, ich stand auf der Bühne, vor mir 500 Leute. Und ich habe ganz genau gewusst, wie es ablaufen wird. Ich mache einen Teil aus meiner Schule des Zuhörens. Also erzähle über das Märchen, über Storytelling, das Übliche, was ich halt mache. Und am Ende werden die Leute applaudieren und gehe runter und bla 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 und war zu Ende. Und plötzlich, während ich erzählt habe, wirklich wie ein Blitz in mein Hirn gefahren, dass ich mir gedacht habe, dass alle meine Rede
völlig umsonst, null und nichtig ist, wenn niemand da ist, der zuhört. Mhm. Und das wurde mir in diesem Augenblick so massivst bewusst, dass wenn mir die da unten jetzt nicht zuhören, ich nichts bin, also gar nichts. Ja. Und das war ein Gedanke, der für uns so selbstverständlich klingt. Wenn ich jetzt auch wieder sage, dann klingt es in meinem Ohr, ja, okay, klar, was sonst. Nur er war mir nicht bewusst. Und ich konnte gerade noch zu Ende sprechen, bin dann in mein Hotel und habe an diesem Tag begonnen, mich mit Zuhören zu beschäftigen. Und es hat sich ein völlig neuer Kosmos eröffnet. Ein halbes Jahr später war dann meine Schule des Zuhörens entwickelt. Und ich habe draußen mein Workshop-Programm gemacht und 2 Jahre später dann ein Buch darüber geschrieben. Und es ist eigentlich jetzt das Zentrum meiner Arbeit geworden. Ich beschäftige mich eigentlich fast nur mehr mit Zuhören. Leidet die Kultur des Zuhörens durch die Digitalisierung? Ja, natürlich. Es ist eines der ganz großen Probleme unserer Gesellschaft geworden, die stetig steigende Unfähigkeit, einander zuzuhören. Jetzt aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Damit beschäftigt sich jetzt meine Schule des Zuhörens, dass ich jetzt sage, das hat eben auch historische Gründe, was wir oft gar nicht glauben, weil du hast jetzt, und das ist eben eine ganz klassische Überlegung, dass man sagt, durch die Digitalisierung. Also wir glauben, das ist ein Problem, das es seit 10, 15 Jahren gibt. Mhm. Aber das ist ein Problem, das vor 521 Jahren begonnen hat, nämlich mit der Erfindung der Buchdruckkunst. Da hat dieser Prozess begonnen, denn bis zur Erfindung der Buchdruckkunst war eigentlich alles, was sich in der Gesellschaft abgespielt hat, rein akustisch. Weil die allerwenigsten Menschen konnten lesen und schreiben, also es gab nichts Verschriftliches. Mhm. Das heißt, das gesprochene Wort hat die gleiche Bedeutung gehabt wie das geschriebene Wort. Also zum Beispiel Verträge. Ja, hatten die gleiche Gültigkeit, wenn sie nur mündlich vereinbart waren. Alle Macht war bei denen, die lesen und schreiben konnten. Mhm. Das waren Männer, ja. Prime Männer, ja. Also Männer der Kirche, Männer des Adels, Männer der Akademien, der Universitäten. Und die hatten alle Macht und waren natürlich darauf aus, die Macht bei sich zu behalten. Und mit der Erfindung der Buchdruckkunst wurde das anders. Also plötzlich gab es da ein Buch, das war noch dazu, natürlich war das die katholische Kirche, die Bibel verbreiten wollte und die gesagt hat, die intuitiv wusste, wenn man etwas liest, dann bleibt das intensiver hängen, weil dann wird es mit Bildern verbunden und bleibt besser im Gehirn verankert. Drum hatte das also wirklich sehr, sehr stark propagiert. Und damit ist das Ganze ins Rollen gebracht worden. Und damit wurde das Auge immer wichtiger, weil plötzlich mussten wir lesen, mussten die Leute zu lesen beginnen. Das Auge wurde immer wichtiger, das Ohr wurde immer weniger wichtig. Und da gab es natürlich noch ganz, ganz viele Schritte dazwischen, bis wir dann, für mich der nächste ganz große Schritt, also der ganz massivste Schritt, war dann das Fernsehen. Mhm. Nämlich insofern ein ganz massiver Schritt, weil das Fernsehen zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte den Begriff der Wirklichkeit ad absurdum führen konnte. Das heißt, man hat im Fernsehen was gezeigt, was aber nicht die Wirklichkeit sein musste. Ja? Also Fake. Mhm. Das war das erste Mal, dass dieser Begriff der Fake News propagiert wurde. Also man hat, und das hatten wir ganz viele Jahre so gemacht, man hat so getan, als wäre das jetzt live, 1:1, aber es war aufgezeichnet, es war sonst irgendetwas. Mhm. Ja? Und damit wurde der Begriff der Wirklichkeit sozusagen aufgehoben. Und dann natürlich alles, was mit Computern, Digitalisierung und dann kam, hat immer mehr das Auge in den Vordergrund gebracht. Und heute leben wir in einer völlig übervisualisierten Welt. Unsere Welt ist eine ganz visuelle geworden. Also alles ist visuell. Bestes Beispiel, das ich immer bringe, wenn ich bei Kindern bin, ja, bei Jugendlichen, das Mobiltelefon, das Handy. Mhm. Heute eine Studie von 2019. Jugendliche und Kinder zwischen 10 und 20 verwenden das Mobiltelefon, also ein Ding zum Sprechen und Hören, nur noch zu 20% dafür, zu 80% zum Schauen und zum Lesen. Also da wird nicht mehr gesprochen und auch nicht mehr gehört natürlich. Ja. Ja? Also Bilder, Instagram, da geht es nur mehr um Bilder, Facebook geht es nur mehr um Bilder, Emoticons. Mhm. Wir zeigen, was wir eigentlich sagen wollen, ja, und was jemand hören soll, zeigen wir. Ja? Also das heißt,
Das ist einer der Gründe, sage ich jetzt mal, warum das Hören ein solches Problem geworden ist, weil wir einfach dem entwöhnt sind. Mhm. Ist auch so, noch einmal zum Fernsehen kurz zurück, wenn wir vor dem Fernseher sitzen, können wir nebenbei alles tun, wir müssen nicht zuhören. Und heute läuft der Fernseher meistens bei Tätigkeiten wie, wenn die Männer bügeln, ich sage jetzt extra nicht die Frauen bügeln, wenn die Männer bügeln und wenn sie Abwasch machen, ja, dann läuft der Fernseher nebenbei. Mhm. Da hört man hin und nicht. Mhm. Mein Radio ist ganz ähnlich. Es gibt zum Glück noch ein paar Radiosender, Ö1 zum Beispiel, wo man hinhören muss. Aber Ö3, da braucht keiner hinhören. Mhm. Ja, darum haben die auch einen ganz hohen Anteil von Musik. Und wenn du da eine Minute sprichst, dann kriegt er schon also Schweißperlen auf dem Gesicht. Also jetzt endlich, musst du endlich aufhören zu reden. Ja. Na, noch stimmt die Quote bei Ö3, muss man sagen. Kann man zuhören lernen? Ja, wie also ganz lernen? Klar. Kann man es den kleinen Kindern schon beibringen? Wie funktioniert das? Ja, also wenn wir jetzt bei den kleinen Kindern beginnen, ich hab eben dieses Thema, das mich so intensiv beschäftigt seit so vielen Jahren, aus dieser Beschäftigung heraus habe ich vor jetzt 11 Jahren, glaube ich, 11 Jahre ist das her, dafür ein Projekt entwickelt, weil ich gesehen habe, eines der ganz großen Probleme auch in unserer, also in der Erziehung, also Erziehung im Zusammenleben von Eltern und Kindern ist die zunehmende Sprachlosigkeit. Und das ist mir dann bestätigt worden, weil ich habe dann eben dieses Projekt, von dem ich jetzt gleich erzählen werde, mit Kinderärzten zusammen gemacht. Und die haben mir das also bestätigt, dass es eine ganz große Zunahme an psychosomatischen Erkrankungen bei Kindern gibt, durch diese Unfähigkeit zur Kommunikation. Weil Eltern wissen nicht mehr, mit ihren Kindern zu kommunizieren. Ja? Und das einfachste und probateste Mittel ist, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und zwar seit Tausenden von Jahren ist das so. Mhm. Und wird auch in den nächsten 1000 Jahren hoffentlich so sein. Nämlich, wenn man einem Kind, nicht nur einem Kind, wenn man eine Geschichte erzählt, dann schwingt etwas völlig anderes mit, nämlich eine Emotion. Also immer wenn wir erzählen, heißt das, ich füge meiner Rede etwas Persönliches hinzu und dadurch schwingt was anderes mit und dadurch steigt, das weiß man inzwischen, wissenschaftlich bewiesen, steigt beim Gegenüber die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit. Und damit sind wir jetzt bei deiner Frage, wie kann man das lernen? Ja, man kann das lernen, indem man ganz bewusst in seine Rede viel mehr das Erzählerische einfließen lässt. Das ist die Sache, die jetzt der Sprechende tun kann. Das, was der Zuhörende tun kann, und wir müssen ja die Frage, die eigentlich sein müssen, was kann der Sprechende tun, damit wir besser zuhören, nicht wie kann man zuhören lernen, sondern wie kann man erzählen lernen. Das müsste sein, denn jetzt kommt das Nächste. Wir sind eine Gesellschaft der Redenden geworden, der Sprechenden geworden. Das hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft eine sehr egoistische geworden ist. Das heißt, jeder will nur reden, er will was von sich geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Quatschen, 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 egal was, nur reden. Mhm. Weil dadurch stelle ich mich in den Vordergrund. Mhm. Wir sagen auch immer, der kann gut reden, das ist ein guter Redner. Ja. Wann sagen wir, das ist ein guter Zuhörer? Ganz selten. Wenn wir das meinen, dann meinen wir eher, das ist ein bisschen ruhiger, so, nee, der sitzt still da und traut sich nichts sagen. Ja. Das ist die Assoziation damit. Stimmt, ja. Das Gegenteil ist der Fall. Zuhören ist ein ganz aktiver Prozess, weil ich ja mich auf das Gegenüber einstellen muss. Das heißt, wenn ich wirklich zuhöre, das heißt, am Ende des Zuhörprozesses muss ein Verstehen stehen und dazu bedarf es eines wirklich gedanklichen, gefühlsmäßigen Prozesses, dass ich auch das wirklich aufnehme, dass ich es verarbeite, dass ich vielleicht auch darauf antworten kann, dass ich dem eine Response gebe. Und das erfordert natürlich einiges und das hängt aber primär jetzt vom Sprechenden ab. Klar, wenn ich zugemüllt wäre von irgendwelchen Informationen, die mich überhaupt interessieren, will er nicht mehr zuhören. Mhm. Und da hat auch der Zuhörer alle Macht. Das heißt, ich als Zuhörer, und das muss ich den Menschen auch immer sagen, ihr habt eine Wahnsinnsmacht. Nämlich, hallo. Also das heißt, ich kann mit meiner Körpersprache sich abwenden, sehr viel zum Ausdruck bringen, das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Das Gegenüber, wenn er so ist wie der Durchschnitt, den interessiert es überhaupt nicht, er redet weiter. Ja? Das heißt, es ist ein unglaubliches Wechselspiel. Okay. Aber ich als Zuhörender kann ganz intensiv eingreifen und
sehr, und wir tun das, die meisten tun das nur intuitiv, aber nicht jetzt bewusst. Und das ist der Lernprozess. Wir könnten ganz, wenn wir das wissen, wenn wir diese Dinge wissen, also Leute, die aus meiner Schule des Zuhörens rauskommen, die wissen es hoffentlich dann, also die haben eine Ahnung davon, sagen wir so, und beim nächsten Gespräch könnten sie vielleicht darauf, ja, darauf einwirken, ja. Wie kann ich das Gegenüber beeinflussen, dass wir zu einem besseren Konsens kommen? Und es muss ein Konsens sein. Es geht nicht nur um meine Rede. Ne? Mhm. Wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, meine Rede ist, und das ist so ein Satz, der für mich ganz, ganz wichtig ist, einer der wichtigsten Sätze überhaupt, wenn ich mir bewusst bin, dass meine Rede nur eine Wertigkeit und eine Qualität hat, wenn ich ein Gegenüber finde, das zuhört, dann würde ich völlig anders reden. Sonst ist es einfach nur ein Loswerden von dem, was ich heute sagen will. Ne? Man ist besser, wenn man merkt, es hört jemand zu, man erzählt anders, klar, steigert sich mehr rein, man gibt mehr von sich. Man ist ehrlicher. Man ist ehrlicher? Klar, klar, man ist ehrlicher, weil ich ja davon ausgehen kann, das Gegenüber nimmt das jetzt wirklich auf und versucht nachzudenken und gibt mir vielleicht eine Response. Mhm. Wenn ich einfach nur dieser klassische Smalltalk, das interessiert mich überhaupt nicht, was da jetzt rüberkommt. Also wäre das herrlicher, meine Frau hat sich gerade einen neuen Porsche gekauft und das, ob das Gegenüber wird nicken und sagen, ja, okay, gut. Cool. Aber das ist es, ja. Da sind wir auch bei der Schule des Zuhörens. Sie haben es gegründet, wann war das, in den 80ern? Vor 15 Jahren, 2007. Wer geht dahin? Jemand, der zuhören lernen möchte oder der die Geschichte besser verkaufen möchte? Weder noch. Es ist ein Erzählvortrag. Genau, also ich nenne es Erzählvortrag und das ist wirklich Besondere dran und was mich immer noch fasziniert, ist, dass ich damit wirklich alle Menschen erreiche. Also ich beginne damit ab 10 Jahren, also ab der 5. Schulstufe. So früh schon, ja. Bis zur Universität, bis zu Professoren, bis zu Arbeitern, bis zu Mechanikern. Es sind wirklich alle schon querbeet vor mir gesessen. Bis zum Pensionisten. Und es war so, bis zum Pensionisten. Und es war eben so, dass als Teil des Konzeptes, als ich es entwickelt habe, das war Teil der Idee, dass ich gesagt habe, zuhören ist für mich etwas so Essentielles wie Atmen, dass ich nicht will, dass jemals jemand dafür etwas bezahlen muss. Das heißt, von Beginn war die Idee, das muss immer gratis sein. Okay. Und ich will jeden, also das war mein Bild, ich stehe an einer Straßenecke in New York, in einem kleinen Dorf in Afrika, in St. Georgen der Stiefing, wo ich wohne, oder in Wien, und jeder Mensch, der mir vorüberkommt, egal ob ein Kind, ein alter Mensch, gebildet, ungebildet, Mann, Frau, soll das, was ich zu erzählen habe, verstehen. Das war die Grundvoraussetzung für das, was ich machen will. Und die andere Sache war, dass ich gesagt habe, wir müssen das so organisieren, mein Büro, meine Leute müssen das so organisieren, dass es immer gratis ist. Und wir haben das jetzt über 800 Mal gemacht in 12 Ländern. Also haben weit über 100.000 Leute zugehört. Wir limitieren das ja, sonst wären es noch mehr vielleicht. Und es hat noch nie jemand dafür was bezahlt. Das heißt, es wird schon finanziert. Ich bekomme schon bezahlt, aber vom Land, von der Regierung, von Sponsoren, Partner. Es war auch relativ einfach, dafür Partner zu finden, weil die einfach davon überzeugt sind, weil es auch praktisch keine Institution, keine gesellschaftliche Gruppierung gibt, die davon nicht betroffen ist. Ja. Unternehmer, Politiker, jeder braucht es. Also egal was. Ja. Und das ist eben auch das Wunderschöne, und das ist das, was mich heute noch immer, nach so vielen Jahren, immer noch am meisten fasziniert. Wenn ich daran denke, dass ich in der kleinsten, damals Hauptschule oder jetzt neue Mittelschule, im nördlichsten Waldviertel mit 16 Kindern in 4 Schulstufen sitze und am Abend bin ich an der Technischen Universität hier in Wien gesessen und da saßen Professoren, keine Studenten, Professoren vor mir und ich habe bei beiden ungefähr 70 Minuten erzählt und ich habe von diesen 70 Minuten vielleicht 10 Minuten anders in der neuen Mittelschule und bei den Professoren erzählen. 60 Minuten, gedeckt. Das Identische. Wow. Und jede der Gruppen hat geglaubt, ich habe nur für ihn geschrieben. Und das ist für mich immer noch ein Beweis dafür, das Thema
ist ein so allgemein menschliches und betrifft jeden jetzt im unabhängig seines Bildungsgrades, seines Alters, seiner gesellschaftlichen Herkunft und. Es ist so essentiell, weil das Hören eben für uns alle so essentiell ist. Es kommt eben nicht von ungefähr. Es ist der erste, nicht nur Sinn, das erste überhaupt ist, was in unserem Körper fertig ist. Nicht die Nase, nicht das Auge, nicht das Bein, nichts ist fertig. Nur das Ohr ist fertig. Also da muss ich, ich sage jetzt nicht Gott, der Urknall, der Schöpfer, wer auch immer, ja, der muss sich dabei was gedacht haben. Ja, weil sonst hätte es ja auch, ich brauche doch im Mutterleib, wenn ich ein 6 Monate alter Embryo bin, brauche ich da nicht hören können. Aber es kann hören, das Erste. Ja. Und das Auge am 2. oder 3. Tag nach der Geburt kann mühsamst Farben unterscheiden. Also oder schwarz-weiß. Wir vernachlässigen das Ohr ein bisschen. Ja, es wird vernachlässigt, weil das Auge so wichtig geworden ist. Und weil wir, ein anderes Beispiel, wenn wir schlecht sehen, und zwar eine halbe Dioptrie, das ist nichts, rennen wir sofort zum Optiker und lassen unsere Brille anpassen. Ja. Heute hören 50% aller 18-Jährigen, nicht 80-Jährigen, aller 18-Jährigen haben ein massiv eingeschränktes Hörvermögen aufgrund der iPods und aufgrund der Kopfhörer. Das interessiert kein Menschen, oder? Keiner der 18-Jährigen würde auch noch auf die Idee kommen, sich ein Hörgerät anzuschaffen. Nein. Undenkbar. Mhm. Aber die Brille ist das Normalste von der Welt. Also es gibt so wahnsinnig viele kleine Dinge, die uns überhaupt nicht bewusst wären, die aber alle mit diesem Konvolut hören, Ohren, Zuhören, das alles ist eines. Mhm. Und es ist uns nicht bewusst. Schade eigentlich. Es ist insofern schade, weil es unfassbare Auswirkungen hat. Also ich habe es jetzt ja schon gesagt, diese stetig steigende Unfähigkeit der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel. Weil Eltern einfach nicht mehr wissen, was mit ihren Kindern reden sollen. Und das ist traurig. Und das Ergebnis ist, dass wir sagen, also ich nicht, aber dass die meisten sagen, diese Kinder können einfach nicht mehr zuhören. Ja, das hören wir doch die ganze Zeit. Ja, die können nicht mehr zuhören. Ja, warum können sie nicht mehr zuhören, wenn keiner mit ihnen redet? Ich meine, es ist klar, warum sind Kinder und Jugendliche nur mehr mit ihrem Handy und starren nur mehr dort rein? Es ist ein Ersatz für etwas, was sie entbehren müssen. Und am allerliebsten, das ist ein Satz, den ich vor ganz vielen Jahren geschrieben habe und der ist in Hunderten von Zitaten, wahrscheinlich Tausenden von Zitaten und Sammlungen drinnen, kein Kind sitzt freiwillig vor dem Fernseher. Es ist immer nur ein Ersatz für das, was das Kind am meisten braucht, nämlich Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit. Wenn ich meinem Kind Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit schenke, dann will es nicht vor dem Fernseher sitzen. Egal, was dort läuft, dann will es mich. Sie haben auch ein interessantes Festival, dieses Storytelling-Festival. Leider durch die Corona-Zeit natürlich auch wie alle anderen Veranstaltungen abgesagt, aber wir hoffen stark, dass das wieder kommt. In sehr vielen Ländern, in sehr vielen Bundesländern ist das. Erzählen, zuhören und gehört werden, auch das große Thema. Ja. Können Sie umreißen? Nächstes Jahr wird es sicher wieder stattfinden. Heuer werden wir wahrscheinlich darauf verzichten müssen. Nein. Nein? Nein. Es gibt einen kreativen Intendanten. Ja. Nein, wir müssen nicht darauf verzichten. Also zunächst einmal, was ist es? Ich habe das vor 34 Jahren gegründet. Gibt es auch eine spezielle Geschichte, wie ich darauf gekommen bin. Aber auf jeden Fall, ich habe damals eben angefangen, ich wollte zeigen, wie großartig Erzählen sein kann. Das Erzählen auf der Bühne. Mhm. Ich wollte es zeigen, weil das ursprüngliche Erzählen, nämlich das in der Familie, ja in unseren Breiten, ich rede nicht von Afrika, in unseren Breiten ja fast nicht mehr existiert hat. Und da habe ich gesagt, okay, es ist auf der Bühne jetzt, aber es ist natürlich auch dort, wird es vernachlässigt, weil die allermeisten Menschen, wenn sie von einem Erzähler oder Erzählerin auf der Bühne hören, assoziieren sie eine Oma, eine alte Oma, die im Schaukelstuhl sitzt, oder ein Opa mit einem weißen Bart, also ich bin es ja inzwischen schon fast, der da auf der Bühne sitzt in einem Schaukelstuhl und halt Geschichten erzählt. Ja. Die andere Assoziation ist der weit gewanderte orientalische Erzähler am Marktplatz von Marrakesch, der mit vielen Gesten Geschichten erzählt. Das sind die zwei Assoziationen, die es gibt. Und ich wollte natürlich zeigen, dass es einen jungen, ich war damals noch jung, einen jungen Vitalerzähler gibt, also auch das
Erzählkunst sein kann. Ja. Mhm. Und es funktioniert bis heute. Es ist natürlich jetzt inzwischen wirklich ein großes Ding geworden. Und wir sind jetzt wir haben 5 eigenständige Festivals unter der Dachmarke International Storytelling Festival. Das ist das zweitälteste Festival weltweit, das größte Europas, natürlich das einzige in Österreich. Und die Idee ist sehr ähnlich geblieben von Beginn an. Ich präsentiere die besten, aufregendsten, unfassbarsten Erzählkünstler aus aller Welt. Und Vorjahr haben wir, es ist immer rund um Pfingsten. Mhm. Im Vorjahr haben wir es nicht absagen müssen. Ich habe es verschoben auf Oktober, da hat es dann stattgefunden. Okay. Das war möglich, nämlich mit furchtbar vielen Restriktionen, Einschränkungen, ein Albtraum. Und ich habe dann, wir haben auch ein Winterfestival und das musste ganz knapp abgesagt werden, war alles organisiert und da muss es abgesagt werden. Und da habe ich bereits beschlossen, hat keiner davon geredet, dass es im Mai des nächsten Jahres noch so sein könnte, wie es jetzt ausschaut, dass es auch heuer wieder so sein wird. Ich habe gesagt, nein, das muss abgesagt werden. Ja. Und habe es gleich auf Ende Oktober verschoben, aber ich habe für Graz, also das ist eigentlich, das Hauptfestival ist in Graz, Graz erzählt heißt das, und ich habe ein neues Konzept entwickelt, ein Corona-taugliches Festival, das auf jeden Fall stattfinden wird, auch wenn überhaupt nichts stattfinden darf. Wir dürfen stattfinden und das wird stattfinden, nämlich mit erzählenden Objekten. Wir haben 20 sogenannte erzählende Objekte, sind große, die allermeisten aus Holz, große Holzskulpturen, die mit sehr viel Fantasie und mit sehr viel Kreativität gebaut wurden von Lehrlingen. Ich mache seit vielen Jahren ein Projekt, das heißt Lehrlinge und Schüler in einen kreativen Prozess einzubinden. Mhm. Mit denen gemeinsam entwickeln wir Dinge, die mit Zuhören, mit Erzählen zu tun haben. Mhm. Und aus diesem Projekt sind diese 20 Objekte entstanden. Und die sind zum ersten Mal jetzt in Graz alle zusammen in der gesamten Grazer Innenstadt verteilt. Mhm. Und das ist wie ein Rundgang. Mit einem Plan, mit allem drum und dran. Und da geht man von einem Objekt zum anderen und kann Geschichten hören. Interaktiv. Das Mobil könnte man in einer anderen Stadt dann natürlich aufbauen. Natürlich. Nein, die wandern dann weiter. Sind ein Monat, 25 Tage stehen sie jetzt in Graz. Gut. Und dann wandern sie wieder an ihren eigentlichen Ursprungsort, nämlich in die buckelige Welt nach Batschenau, in den Kurpark. Ich merke schon, wir könnten ewig weiterreden drüber. Wir müssen noch über einen ganz wichtigen Meilenstein in Ihrem Leben sprechen. Natürlich die Bücher. 45 Bücher, wenn ich richtig informiert bin, in 12 Sprachen übersetzt. 1,5 Millionen Bücher verkauft, also Bestsellerautor. Sie sind einer der erfolgreichsten Märchendichter unserer Zeit. Wie wird man Märchendichter? Willst du ein Märchen oder die Wahrheit hören? Beides. Du musst dich entscheiden. Also eins und beiden. Ich will ein Märchen hören. Ein Märchen, okay. Es ist interessant, weil es sagen, die meisten sagen immer die Wahrheit. Das muss ich umdrehen. Ich wollte die Wahrheit nicht erzählen. ich erzähle das Märchen. Das ist normalerweise die Wahrheit. Ja? Wenn die Leute sagen, die Wahrheit wollen sie hören, dann sage ich das. Ich bin eines Morgens aufgewacht, da war ich 24. Mhm. Und da saß eine Fee an meinem Bett und hat mir ins Ohr geflüstert, Volke, steh auf, du bist Märchenerzähler. Ich bin aufgestanden und war's. Was ist die Wahrheit? Jetzt ist sie sprachlos. Ich habe die Carola sprachlos gemacht. Super. Das Märchen, das du jetzt hören wolltest, erzähle ich jetzt auch. Weil ich ja davon ausgehe, dass Märchen ein Teil der Wahrheit ist. Also für mich ist Märchen nicht eine Flucht aus der Wirklichkeit, wie für viele Menschen, sondern eine Sehnsucht nach der Wirklichkeit, nach der Wahrheit. Mhm. Aus dem kann ich jetzt also dieses Märchen auch erzählen. Also ich hab damals gerade Medizin studiert und war am sehr guten Weg. Habe eine Freundin gehabt seit 6 Jahren, habe ein behütetes Leben geführt. Es war eigentlich bis zu meiner Pensionierung war alles fixiert. Auf Schiene. Ja. Also ich habe eigentlich nur mehr darauf gewartet,
bis ich endlich in Pension gehen kann. Wolltest du Kinderarzt werden? Ja, ich meine ja, aber ja. Das bisschen dazwischen, ich wollte damit sagen, mein Weg war vorgezeichnet, ja, ganz klar. Okay. Und jetzt kommt die Wahrheit, ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, nein, das kann es nicht sein, das muss was anderes sein. Und ich war immer natürlich sehr kreativ. Mhm. Ich habe immer sehr, sehr mit Fantasie gelebt und gearbeitet, was eigentlich in meiner Schulzeit sehr, sehr problematisch war. Davon will ich jetzt nicht sprechen, in meiner problematischen Schulzeit. Aber ich habe halt einfach auch so ein Programm erfüllen wollen und habe gesagt, ja, Arzt ist halt das, was mich am meisten interessiert. Kinderarzt war das, was mich am meisten interessiert. Und so habe ich das halt gemacht. Und an diesem Morgen bin ich aufgewacht und habe gesagt, nein, das kann nicht sein, habe mich hingesetzt. Und genauso war es wirklich. Ich habe mich hingesetzt, habe zwei Briefe geschrieben, einen Brief an meine Freundin, einen Brief an meine Mutter, in dem ich ihnen erklärt habe, was da jetzt passiert, habe einen Koffer gepackt, bin in Graz gewohnt, das war ungefähr 3 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin und aufgewacht bin. Bin am Flughafen gefahren, habe nirgendwo hingeschaut, bin den ersten Zug gestiegen, der eingestiegen ist. Wohin ging der? Gott sei Dank ist er nicht nach Sarajevo gefahren, sondern nach Venedig. Und ich fand mich 10 Stunden später am Bahnhof von Venedig, um 3 in der Nacht oder um 2 in der Nacht. Habe noch keine Ahnung gehabt, was. Ich bin jetzt in Venedig. Ja? Und dann saß dort ein junges Pärchen, als einzige noch, und mit denen habe ich zu sprechen begonnen. Und die haben gesagt, sie fahren nach Ibiza. Mhm. Habe ich gesagt, okay, ich fahre mit. Aha, und so war ich, spontan. 2 Tage später war ich in Ibiza, mhm, und habe dort mir gleich ein kleines Häuschen gemietet und habe darauf gewartet, und was da jetzt passieren würde. Und dann gab es ein paar Tage später einen Flohmarkt in dem Ort, wo ich also wohnte, wo ich hingezogen bin. Ich habe nicht gewusst, wie lange ich bleibe. Und auf diesem Flohmarkt habe ich eine Schreibmaschine gesehen und habe die Schreibmaschine gesehen und habe mich daran erinnert, dass ich immer geschrieben habe als Kind. Ich habe also mit 10 Jahren begonnen, Geschichten, Gedichte, Theaterstücke zu schreiben. War immer unterdrückt natürlich, durch meine Schule, durch die Schulzeit. Durch die Eltern vielleicht auch? Die Eltern weniger. Ich habe 4 Geschwister, die sind alle Künstler. Also sie waren Kummer gewohnt. Aber ich habe diese Maschine nach Hause genommen, habe sie, wie der kleine Maxi sich vorstellt, auf einen Tisch gesetzt und gesagt, ich bin Schriftsteller. Und habe begonnen, meine ersten Geschichten zu schreiben. Also es waren noch keine Geschichten, es waren so Kurzgeschichten und so. Und habe von diesem Moment an nichts mehr anderes gemacht. Und dann war ich ein Jahr in Ibiza. So lange. Und dann war wieder so ein Moment, wieder sehr ähnlich. Ich bin aufgewacht und habe gesagt, na, so schön kann es nicht sein, da muss es noch irgendwo anders gehen. Ich habe ein Traumleben geführt dort. Ich war jeden Tag am Strand und habe jeden Tag waren nicht irgendwelche anderen netten Leute bei mir und so und habe mit dem Schreiben schon ein bisschen verdient. Es muss da was anderes geben. Und bin dann von Ibiza weg und bin nach Hamburg. Da habe ich einen meiner Brüder, der in der Showbranche ist, der ein Sänger ist, mit dem habe ich gearbeitet, habe die ersten Liedertexte geschrieben und bin dann durch einen unfassbaren Zufall zum Märchen gekommen. Und mit diesem Zufall habe ich das Märchen entdeckt und habe gewusst, das ist es, genau das ist es. Und das war, da war ich knapp 24, da war ich 24,5. Und dann habe ich das erste Märchenbuch geschrieben und an meinem 25. Geburtstag ist es erschienen. Und seitdem habe ich nichts mehr anders gemacht. Wow. Starke Geschichte, ja. aber trotzdem gab es Anfang der 80er dann so einen Bruch. Da war schon der erste Bestseller da, es lief gut, Fernsehsendung, es war einfach gut. Es lief wieder wie auf Schiene und dann hast du alles hingehört. Ja, du merkst schon, also das ist für mich das Schlimmste, wenn was auf Schiene ist. Es gibt nur eine Konstante in meinem Leben, das ist meine Frau, mit der ich seit 41 Jahren verheiratet bin. Aber das ist das einzige Konstante. Aber sonst, aber im, ja, aber sonst, wenn, ja, also es ist also immer so, wenn etwas in eine Bahn läuft, wo ich für mich selber das Gefühl habe, da komme ich jetzt einfach in ein,
da lasse ich mich jetzt treiben, da gibt es keine Herausforderung mehr. Ich suche immer die Herausforderung. Mhm. Und das war damals eben diese Geschichte, ich habe eben, so wie du sagst, ich habe mein viertes Buch, war mein erster großer Bestseller, die Liebesmärchen. Das war ein Wahnsinns... Ging durch die Decke. Buff. Ich war ja noch damals wirklich, ich meine, es war damals anders als heute. Heute gibt es viele junge Schriftsteller. Ja. Damals war junger Schriftsteller, das war ganz, ganz schwer. Und ich war also knapp 27, habe also plötzlich mit einem Schlag eine eigene Fernsehsendung gehabt, einmal in der Woche. Ich habe also 200 Lesungen im Jahr gehabt. Ja. Also es war echt ein Wahnsinn. Ja. Ich bin wieder eines Morgens aufgewacht, da war ich schon mit meiner Frau zusammen, noch nicht verheiratet, aber zusammen. Und habe gesagt, nein, es kann nicht sein, jetzt, die Welt schaut wieder alles schon so aus, als ob das, ja, jetzt werde ich halt ein Buch nach dem anderen schreiben. Und habe gesagt, nein, jetzt machen wir eine Welttournee. Und meine Frau hat mich angeschaut und gesagt, jetzt bist du komplett verrückt geworden, was heißt der Welttournee? Und habe gesagt, nein, ich will jetzt beweisen, wie der Hans-Christian Andersen damals, der gesagt hat, er kann und will Märchen gegen ein aufregendes Leben tauschen. Und der Hans-Christian Andersen ist damals natürlich sehr eingeschränkt, von Schloss zu Schloss gereist, war also das Liebkind der Adelsfamilien und hat dort ein herrliches Leben geführt. Und ich habe gesagt, gut, der nächste Schritt ist, ich will beweisen, dass man auch heute noch im 20. Jahrhundert Märchen gegen Bett und Brot tauschen kann. Mhm. Und was ich gemacht habe, ich habe an diesem Morgen, habe ich einen Brief an das österreichische Außenministerium geschrieben, habe gesagt, wer ich bin ein Märchendichter und ich möchte, und Märchenerzähler, und möchte in die ganze Welt fahren, um da Märchen zu erzählen. Und drei Tage später habe ich einen Brief zurückbekommen, ja, lieber Herr Tegedor, wirklich rührend und sehr nette Idee, aber unsere Botschaft haben was anderes zu tun, als ein Märchenerzähler Auftritte zu organisieren. Danke sehr, Wiedersehen, haben uns sehr gefreut. Und das hat mich natürlich unglaublich geärgert, weil ich wusste in diesem Moment, ich fahre auf Welttournee, keine Frage. Ja. Und habe, wir sind im Bett gesessen, damals, drei Tage später, wie dieser Brief kam, im Bett gesessen mit einem Atlas, und gesagt, okay, wir fahren dahin, ja, Südafrika, super, da fahren wir hin, Argentinien, und haben 50 Länder die Route zusammen aufgeschrieben. Habe mir von diesen 50 Ländern alle Adressen und Namen der Botschafter, der österreichischen Botschafter, und habe alle angeschrieben, alle 50 Botschafter. Okay. Und dazu muss ich sagen, ich habe damals mein zweites Buch, war ein Kinderbuch, mein erstes richtiges Kinderbuch, und da gab es eine Figur, das ist Ader der Schwein. Mhm. Und diese Ader der Schwein sitzt in einem Flugzeug hinter ihrem Bauern. Vorne sitzt der Bauer, hinten sitzt die Ader im Flugzeug und fliegt. Und das war mein Letterhead, also diese Illustration mit dem Schwein. Und ich habe alle Briefe, immer alle Geschäftsbriefe, im Namen des Schweines geschrieben. Das heißt, ich habe jeden per Du angesprochen, also nicht sehr geehrter Herr Botschafter, lieber Alois, ja, ja. Und mein Vater, der Volke, will unbedingt nach New York und du musst ihm helfen, so wie geschrieben. Mhm. 50 Briefe. Wow. Und ich bekam den ersten Brief, ich weiß es genau, ist alles dokumentiert, nach 7 Tagen zurück aus New York. Liebe Ada, dein Papa soll kommen, super Idee. Und es kamen innerhalb von 2 Wochen kamen 30 Briefe. Wow, gute Quote. 20 haben nicht zurückgeschrieben, 30 haben zurückgeschrieben und alle haben gesagt, komm. Und ich hatte eine Welttournee. Und wir sind 6 Monate nach diesem Aufwachen, sind wir mit 2 großen Koffern am Bahnhof in Graz gestanden und sind nach Schweden, der Beginn der Welttournee. Und wir sind 1,75 Jahre, ohne nach Österreich zurückzukommen, unterwegs gewesen. In 28 Ländern unterwegs gewesen. Mit 280 Auftritten. Eine kleine Kostprobe aus einem Märchen. Geht man natürlich schon gerne vom bekanntesten Märchenerzähler. ja, weil es natürlich kurz und prägnant sein soll und weil es eine Geschichte ist, die nicht sehr viel mit dem zu tun hat, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist das Märchen von der Wahrheit. Die Wahrheit lief durch die Straßen, nackt und bloß wie am Tag ihrer Geburt. Doch niemand wollte die Wahrheit in sein Haus lassen. Warum? Ein jeder hatte Angst vor ihr. Als die Wahrheit wieder eines Tages durch die Straßen lief, auf der Suche nach einer offenen Tür, da traf sie das Märchen. Das Märchen trug wunderbare Farben, prächtige Kleider und Masken und ein jeder liebte es. Als
das Märchen, die Wahrheit, so traurig durch die Straßen laufen sah, da fragte es, hey, was ist los mit dir? Warum bist du so traurig? Das Leben ist doch so schön. Und da antwortete die Wahrheit, ach weißt du, die Menschen haben Angst vor mir. Da lächelte das Märchen und meinte, ich werde dir ein Geheimnis, ein großes Geheimnis der Menschen verraten. Sie lieben es, wenn man sich verkleidet, wenn man bunte Gewänder und Masken trägt. Ich werde dir einige meiner bunten Gewänder und Masken schenken. Hm? Und da zog das Märchen einige seiner bunten Gewänder und Masken aus und gab sie der Wahrheit. Seit diesem Tag wandern Märchen und Wahrheit gemeinsam durch die Welt. Und alle Menschen lieben sie. Sie haben auch in den, ich glaube 1979, 80 gesagt, Märchen sind auch etwas für Erwachsene. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das behalten. Schon ein mutiger Satz auch, oder? Irgendwie sowas Märchen. Ja, das ist auch wieder so ein Klischeebild. Denn das Märchen waren, also die Märchen waren für tausende von Jahren nur für Erwachsene gedacht. Mhm. Märchen kommen aus der Mythologie und waren eigentlich Schöpfungsgeschichten. Man muss sich vorstellen, ein Mensch vor 5000 Jahren, wenn der einen Vollmond gesehen hat, dann muss der gedacht haben, da sitzt der Gott da oben oder da muss ich was mit Göttern zu tun haben, der jetzt auf mich hineinwirkt. Wir als aufgeklärte Welt wissen, das ist der Vollmond, ja, und der ist mit der Sonne, also wir wissen es alles. Ja. Mhm. Aber damals waren das alles, oder ein Blitz, ein Donner, das waren Zeichen des Himmels. Die mussten erklärt werden durch Mythologien, durch Geschichten, die erzählt wurden. Und das war über tausende von Jahren so. Und dann gab es diesen Moment, als die Gebrüder Grimm, das waren die Auslöser, dass die Gebrüder Grimm, das waren beide Pädagogen, das war damals genau die Zeit, wo der Begriff der Kindheit auch wirklich erst aufkam und entwickelt wurde. Die Kinder waren bis zu dem Zeitpunkt kleine Erwachsene, kleine unfertige Erwachsene wurden auch so behandelt. Plötzlich wusste man, es sind eigenständige Wesen und da musste man den Eltern was in die Hand geben, um sie zu erziehen. Und die Gebrüder Grimm haben gemeint, Märchen sind dafür ein sehr, sehr probates Mittel und haben begonnen, Märchen zu sammeln und die dann umzuschreiben zu den Kinder- und Hausmärchen, um den Eltern eigentlich eine Erziehungshilfe in die Hand zu geben. Und von dem Moment an ist es eben aufgekommen, dass Märchen was für Kinder sind. Darum sagen wir auch heute, wie grausam Märchen sind, weil natürlich, da wird Kopf abgeschlagen und da werden Hände abgehackt und da werden Stiefmütter erstochen oder sonst was. Also ganz schreckliche Geschichten, aber das ist natürlich, weil das aus den alten Geschichten kommt und weil das damals, sage ich jetzt einmal, mit sehr viel Symbolik zum einen verbunden war, zum Teil aber auch Teil der damaligen Rechtsprechung war. Also Hände abhacken war im Mittelalter gar nichts so Schlimmes. Mhm. Einem Dieb wurden die Hände abgehackt. Ja. Heute wäre das vergleichbar mit Führerscheinentzug vielleicht. Ja. aber so ist es entstanden, dass man heute sagt, Märchen sind eigentlich was für Kinder. Ich habe sofort gesagt, als ich begonnen habe zu schreiben, für mich ist es primär auch eine Literaturform, eine fantastische und wunderbare Literaturform für Erwachsene. Und ich schreibe natürlich auch für Kinder, klar, aber mein Fokus liegt wirklich auf Geschichten für Erwachsene. Was sind die, jetzt sind wir schon ziemlich gegen Ende, die Projekte der Zukunft jetzt? Jetzt endlich wieder mal live zu spielen natürlich oder live zu spielen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf das natürlich nicht sagen, weil ich muss nicht jammern und muss sagen, wie schrecklich und wie furchtbar, aber mir ist es ehrlich gesagt nicht abgegangen bisher. Ich freue mich wieder natürlich sehr, wenn ich auf die Bühne gehen darf. Aber ja, es gibt Wichtigeres im Leben, als auf der Bühne Geschichten zu erzählen, glaube ich. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Okay, keine Frage. Es ist ganz kurz am Anfang erwähnt worden, dass ich auch immer als Konzeptionist arbeite. Das ist eine Arbeit, die mir wahnsinnig Spaß macht. Ich entwickle Storytelling-Konzepte für große Unternehmen, für den Tourismus, für touristische Einrichtungen. Und das ist eine Sache, die mir einen Riesenspaß macht.
Ich habe nämlich vor, weiter zu schreiben. Es liegt auch jetzt gerade auf meinem Schreibtisch. Ich muss mich jetzt nur mit dem Festival so intensiv beschäftigen, dass ich das ein bisschen aufgeschoben habe. Das ist kleiner Teaser, was wird's? Mehr Märchen als kleines Wortspiel auf mehr mit H, aber auch mit Klammer. H ist nur in Klammer. Ich lebe ja seit jetzt 9 Jahren am Meer. Die meiste Zeit des Jahres, 7 Monate im Jahr. Und habe mir immer schon gedacht, jetzt ist die Zeit dafür, auch das literarisch umzusetzen. Ja, das ist das nächste Buchprojekt. Ich hoffe, dass es heuer zustande kommen wird. Und ja, ich lasse mich treiben. Ich bin Gott sei Dank in einem Alter, wo man immer so pushen muss, was kommt jetzt noch, sondern das ist das Herrliche, dass ich mir erlauben kann, einfach ohne Druck zu arbeiten. Also ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen und ich muss nichts machen und alles, was daherkommt, ist, also wenn ich starte, ist es einfach eine ganz große Freude und ist nie Druck. Und das Festival natürlich weiterzuentwickeln, wobei ich da ja nur im Hintergrund bin, das hat meine Tochter vor 8 Jahren übernommen. Sie ist Intendantin und sie macht das. Sie ist nur gerade in Karenz, darum muss ich jetzt ein bisschen mehr machen, aber das sind so die Zukunftssachen. Ein bisschen Familienunternehmen. Ja. Ja. Die Zukunft bleibt also weiter spannend. Da gibt es noch sehr viele Pläne, sehr viele Projekte, die da umgesetzt werden. Wahrscheinlich werden wir uns wieder mal hören. Vielen Dank. Ich hoffe sehr. Ich wünsche gutes Gelingen. Wir hoffen, dass wir Sie bald wieder live erzählen. Sehr gerne. Hören können. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Volker Tegetthoff. Und wir werden uns alle ein bisschen bei der Nase nehmen und mehr zuhören. Ja? Bitte. Ich glaube, das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Vielen Dank Ihnen für Ihr Gehör. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt? Ja, immer wenn meine Frau irgendwas Nettes zu mir sagt. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher? Es gibt keine größere Sehnsucht, als jemanden zu finden, der einem zuhört. Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch? Etwas ganz Komisches, wir leben in Piran auf einer Klippe und es gibt dort eine große Population von Delfinen. Wenn die vor unserem Fenster springen, dieses Platschen ist ein ganz eigenes Platschen im Meer. Und das ist unfassbar. Wenn ich das höre, dann muss ich sofort zu weinen beginnen.